Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder 20 von den großen Bergungsgutkisten öffnen. Und dazu habe ich schon ein paar hier mit dem Hunter gesammelt. Mit dem brauche ich auch noch das eine oder andere Item. Ihr seht, 5 Sachen brauchen wir mit dem Hunter. Da ist die Chance dann relativ hoch, dass wir auch was rauskriegen tatsächlich. Oder auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen an. Beziehungsweise ich ziehe jetzt einmal den Chat hier auch noch hoch. Dann seht ihr auch, was wir rauskriegen. Bis jetzt waren es ein paar Garnisonsressourcen, bisschen Waffen-Upgrades. Gut, ist jetzt nicht so nice bis jetzt. Ein paar Erze und Kräuter. Noch mehr Garnisonsressourcen. Mehr Kräuter. Übrigens, die Kisten kriegt man hier in der Garnison von den Missionen, wenn man sein Wiederherstellungsgebäude abgegradet hat. Und ich meine, man muss aber auch nicht die Low-Missionen machen, sondern die höherstufigen Missionen. Ne? Und dafür braucht man natürlich auch gelevelte Anhänger und auch diese Waffensachen am besten, um die Anhänger quasi im Item-Level abzugraden. Schau mal, jetzt sieht es hier leider ein bisschen schlecht aus. Ich kriege jetzt nur noch Garnisonsressourcen raus. Ich hätte es am Anfang nicht sagen sollen, dass ich noch viele Items brauche, deswegen die Chance relativ gut ist. In einem der letzten Videos habe ich aus 20 Kisten 4 Transmog-Items rausgekriegt. Aber es waren halt viermal die falschen. Und jetzt brauche ich bei dem noch einen Haufen T-Mox und es kommt einfach kein Item raus. Komm, 2 Tries haben wir noch. In einem vielleicht irgendwas? Frostwurz? Das letzte? Oh boy, das war ja meine komplette Nullnummer. Ja gut, heißt, ich muss wieder ein paar Kisten farmen. 2 habe ich hier nochmal rumliegen. Ich melde mich wieder, sobald ich dann 20 Kisten zusammen habe. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Chelam, bis zum nächsten Mal. Ciao.